Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Matze 85. Wir hatten den letzten Part noch alles verkauft, was wir hatten. Aber heute werden wir erstmal noch den LKW zurückfahren, die Milch aufladen, die wir noch haben, und dann zum Agrar bringen, dass uns die wieder ein bisschen Geld macht. Da sputen wir uns mal jetzt ein bisschen, lassen wir das Geld lang hinlaufen. Was wir verdienen, verdienen wir heute noch. Aber so wie es aussieht, haben wir ja in zwei Parts 1 Million gemacht. Das ist doch schon mal ganz gut. In der Hoffnung, dass wir zeitnah die Wiesen noch bewirtschaftet kriegen, unsere Schweine glücklich machen können. Die sind zwar da, aber haben noch nicht viel erreicht mit denen. Also wird dann demnächst da am ersten Mal die Anlage in Gang gebracht. Ihr guckt, was da fehlt. Die Schweinchen gefüttert, Wasser hier haben wir ja schon. Aber wir stellen die erstmal hier ab. So, abjagen. Die läuft auch hier. Ich brauche auch noch zu machen, die auch noch nicht, oder doch? Da müsste ja schon mal voll sein. Das ist auch schon mal voll. Denn das Holz läuft ja auch wie Huberts lang hin. Aber wir werden wahrscheinlich demnächst die Anlage volllaufen lassen und dann nach und nach so produzieren, wie wir brauchen. Oder? Mal gucken. Aber er ist hier fertig. Klappen wir dich gleich mal zusammen. Und dann geht's weiter mit dem Schwader und die Presse. Dann kann man nämlich gleich die Fuhre fertig machen und daher heute mal ein bisschen Wiese. Und dann brechen wir die Zeit nach um, so dass wir hier endlich mal ein bisschen tierlang hinkommen. So, haben wir die schon abgekoppelt. Schnappen uns die Presse. Und den Schwader. Das ist eigentlich ganz gut. In der Kombination. Dann brauchen wir halt nicht über den Acker zu fahren. Dieser Presse und dennoch erst schwaden und dann pressen. Daher machen wir es jetzt so. Dann können wir die oben Helfer arbeiten lassen. Machen die schon mal auseinander gleich. So, dann fangen wir nämlich die erste Bahn an zu schwallern und gleichzeitig zu pressen. Mensch, anschalten wollte ich dich ja. Dann kann man nicht gleich nach auf der nächsten Maschine rumspringen, die auseinanderklappen und setzen und anschmeißen, und dann geht es auch schon mal los auf die Wiese, so dass wir endlich mal unser Grasland fertig machen können, dass wir hier ordentlich die Fläche umbrechen können, und daher werden wir es auch umbrechen als Ackerland wieder machen. Deswegen sputen wir uns jetzt erstmal ein bisschen, dass wir hier wenigstens auf den grünen Zweig kommen. Und nehmen alles mit. So wird sich auch besser angeguckt. So sehen wir alles, und daher fahren wir jetzt auch ordentlich lang hin. Die Presse macht ihre Arbeit auch lang hin, deswegen lassen wir sie laufen. Pressen hier halt auch die alten Bunde ab. Dass wir hier wenigstens auf den Grünzweig kommen. Dass wir wenigstens eine saubere Fläche haben.
dass wir hier das nächste Zeug hinstellen können. Daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Zeit haben wir ja nicht. Zeit ist kostbar. Deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Hauen jetzt die Fläche runter. Und wir machen jetzt auch ordentlich lang hin, so dass wir endlich mal die Fläche fertig haben, aber den Helfer wir aktivieren können. Werden wir hier einen ordentlichen Anfang machen, so dass wir wenigstens einen sauberen Anfang haben, die Fläche wieder umbrechen und was Neues hinstellen können, zum Beispiel Soja für unsere Schweine. Ohren Maisfeld draus machen. Mal gucken, was sich hier gibt. Aber unser Geld läuft ja immer noch reichlich. Das sieht schon mal ganz gut aus, wie es unser Konto hier langsam befüllt wird. Ich denke mal, wir werden uns ein neues Spielzeug kaufen müssen, dass unsere Ernte schneller läuft. Dann wahrscheinlich noch ein paar LKWs oder ein paar Traktoren mit Anhängern, was wir hier zügig lang hinkommen. Denn wir haben ja schon mehr Fläche und daher müssen wir langsam mal die Maschinen nachrüsten, dass wir ein bisschen bessere Technik haben. Ein bisschen zügig lang hinkommen, zum Beispiel mit unseren Ernte. Denn dann sitzen wir nämlich 4 Wochen lang auf der Ernte und daher schleunigen wir jetzt die Ernte. Deswegen müssen wir uns halt mal ein bisschen sputen. Aber wie gesagt, das Feld brechen wir uns zeitnah um. Dann stehen wir irgendwann ganze Kraft voll bunte und kommen sie nicht los. Aber wir müssen uns erstmal sputen, so dass wir die Flächen nach und nach in Gange wieder kriegen und uns alle Flächen ran besorgen können. Dann werden wir uns noch ein paar Tiere holen müssen, zum Beispiel Kühe, Schweine und Co. Dass wir dann und unsere Schafe noch ran besorgen müssen, denn da sieht es mir nach ganz schön mau aus mit denen. Deswegen müssen wir die uns demnächst ranholen, dass wir unsere Wollanlage endlich in Gang kriegen. Darum haben wir uns noch ja nicht gekümmert, sind noch nicht dazu gekommen. Aber das wird demnächst noch in Gang gebracht. Das werden wir nämlich auch schaffen, wenn wir die ersten Schafe haben. Aber wir werden uns erstmal vergrößern müssen. Somit werden wir erstmal noch uns erstmal neue Maschine holen, damit wir jetzt die Ernte besser wegkriegen und dann anschließend noch ein paar neue Maschinen holen und noch ein Feld eventuell. Deswegen sputen wir es jetzt mal ein bisschen, machen hier unten noch das Vorgewende fertig. Und nehmen die Bahn noch hier mit, lassen die nicht liegen. Ist die mich auch schon mit aufgelesen. Und daher müssen wir jetzt mal ein bisschen zügiger lang hinarbeiten, so dass wir wenigstens einen sauberen Anfang haben. Und wo ist jetzt die andere Bahn? Da. Da haben wir ja schon einen sauberen Anfang, dass der Helfer hier vernünftig arbeiten kann. Aber jetzt machen wir oben erstmal das doppelte Vorgewinde fertig. Auch theoretisch. Ne, diesmal ohne GPS. Macht's heute wahrscheinlich besser. Dann kann man nämlich den Helfer aktivieren und dann lassen wir den nämlich auch laufen, solange wie er läuft.
Dann können wir uns halt um unsere andere Produktion noch kümmern. Wie gesagt, unser Lager ausfahren, Schweine machen, Kühe machen, dass wir die wenigsten Jange haben. Naja, sputen wir es jetzt mal ein bisschen, so dass wir wenigstens einen sauberen Anfang haben. Aber hab's gerade mitgekriegt, dass wir unten erst ein zweifaches Feuerwende haben. Ja, also machen wir heute mal ein bisschen allen, so dass wir die Zeit nachher weggepresst kriegen. So, jetzt drehen wir uns das schon schnell um und nehmen noch die Bahn mit. Dann haben wir schon das größte weg hier oben. So, jetzt passt es nämlich auch. In der Hoffnung, dass hier der Helfer durchkommt. Ohne Probleme. Werden wir auch mal unten noch eben runterfahren, das Feuerwende unten fertig machen. So, jetzt drehen wir auch schnell um. Fahren auch die Bahn runter und den sind wir auch schon mal gut wie durch. Bis Feuerwende. Und dann auch mit dem Part. Lohnt sich heute nicht mal viel was anzufangen. Aber wir können halt die Fläche runterpressen. Dann müssen wir halt auch die Milch fahren. Und dann die Tiere wieder in die Gänge bringen, so dass unsere Tiere glücklich sind. Und da kam noch mal 466.000. Sind wir bei 1,5 schon wieder aufs Konto. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber hiermit werden wir viel, viel Spaß noch haben. Oder ich noch viel Spaß haben. Mal gucken, was sich hier noch die Zukunft ergibt. Aber jetzt schon mal schnell die Presse ab. Machen die mal schnell leer. Dass hier wenigstens der Helfer hier unten lang hinkommt, sauber arbeiten kann. Aber wir müssen uns jetzt mal ein bisschen sputen. So, dass wir hier endlich die Fläche fertig haben. Dass wir die Zeit nach umgebrochen kriegen. Die noch abgelesen kriegen und dann immer zügig lang hinkommen. Müssen wir halt mal wirklich sputen, sputen, sputen. So, das Bund ist auch schon mal fast voll. Daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen und machen unsere Flächen fertig. So, das Bund ist auch schon raus, aber wir müssen jetzt sputen, sputen, sputen. Hoffen, dass wir endlich mal die Fläche fertig bekommen. Aber jetzt fahren wir noch ein bisschen mit dem Helfer mit. Wählen jetzt noch die erste Bahn. In der Hoffnung, dass er keinen Mist macht. Fahren wir schnell eine Runde mit dem Helfer mit. Schauen wir uns das Elend an. Wir werden ja im nächsten Part wahrscheinlich noch unsere Milch machen müssen. Und dennoch viel, viel mehr. Unsere Kühe, unsere Schweine und unsere ganze Viehwirtschaft müssen wir noch erarbeiten, dass die uns in die Jahre kommt wieder. So dass wir da reichlich Milch bekommen. Aber da sind wir noch weit, weit weg davon. Aber wir werden den Helfer jetzt mal rausnehmen. Und den oben neu ansetzen, weil sonst fährt uns nämlich über die Bunde und das können wir uns nicht leisten.
greifen noch mal auf den Schwarm und setzen den noch mal ab und machen die gleich an. Du hast auch die erste Bahn erwischt. So, das sieht schon mal ganz gut aus und lassen ihn jetzt laufen. Aber wir werden uns erstmal um unsere Tiere kümmern müssen. Also den Ladewagen. Nee, ich bedanke mich fürs Zugucken. Die Tiere kümmern uns beim nächsten Mal. Bis die nächste Tage. Euer Wasser85LP. Tschüssi.